Samstag heißt Wochenende. Okay, Leute. Discord zurück. Also dieser Track zurück. Samstag ist Wochenende zurück. Samstag. Nein, okay, Leute. Ich habe keine Lust mehr jetzt, das zu sagen. Es ist irgendwie jetzt nervig geworden, das zu sagen. Auf jeden Fall, ich nehme zwar noch am Mittwoch auf, aber ich freue mich schon, weil ich am Donnerstag nur noch einmal Schule habe und zwar nur 4 Stunden und dann feiern. Yay! Ich freue mich so auf die Ferien irgendwie. Obwohl es eigentlich sozusagen schon Ferien sind, weil nur noch 4 Stunden und nur noch BK, Chemie und dann doppelt rumsitzen und irgendwas mache ich, glaube ich, gucken einen Film oder so. Ja, auf jeden Fall, wir machen jetzt bei Marley und Butterfly weiter. Und ja. Was erschreckt ein Pferd? Easy, Butterfly, easy. So, ja, braver Junge, ja. Ja, du, Anna, das hat wohl nicht so geklappt. Ich verstehe gar nichts. Verstehst du das, Anna? Verstehst du, warum er nicht springen will? Du glaubst, etwas erschreckt ihn? Was sollte das sein? Ich meine, das ist doch nur eine ungewöhnliche Koppel. Naja, es schadet wohl nicht, wenn wir uns das genauer ansehen. Kannst du losreiten und nachsehen, ob du etwas bei den Hindernissen auf der Koppel findest? Gut, ich muss mich um den armen Kerl hier kümmern. Er zittert immer noch. Ja, du Butterfly. Ja, keine Ahnung, das hat nicht so Sinn ergeben. Aber sind die doch auch drüber gesprungen? Jetzt kommt diese Musik. Ich muss weitermachen, ich mach's hin. Du hast nichts komisch gefunden. Diesmal habe ich nicht auf die Uhr geguckt, also ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Ich habe nichts gefunden, oder doch, oder nicht, ich weiß nicht. Das erfahren wir jetzt. Du hast nichts gefunden? Ja, wir haben nichts gefunden. Das ist sehr seltsam. Wenn es nichts auf der Koppel gibt, das war... Was war dann, was Butterfly so reagieren ließ? Was glaubst du? Hast du eine Idee? Wenn wir etwas anderes versuchen, naja, wir können es das sein. Das Barrel Race? Yes, was für eine gute Idee. Wir haben Butterfly vielleicht ein bisschen zu sehr gefordert. Zur Sicherheit kannst du nicht vorher eine Runde reiten, dann sieht Butterfly, dass es nicht gefährlich ist. Danke, yeah. Oder das ist so typisch so, das erinnert mich so an Western. Hier doch. Ich blick nie durch bei diesem Rennen, wo man lang muss. This moment. Wir sind doch gerade geritten. Komm. Wir machen mal Hinterkamera, dass wir nicht sehen, wo wir hin müssen. Okay, nein, so sehe ich wirklich nichts. Also ich sehe es, aber... Wir haben den einfachen für dich genommen. Seine Frechheit. Jeha, das hast du toll gemacht, Anna. Was sagst du, Butterfly? Zeig mir, was du kannst, Champion. Und was passiert? Er steigt bestimmt bei dem Fass, weil er nicht weiß, was er machen muss. Oder schafft er es, oder reitet der falsch, oder er steigt doch bei dem Fass. Boom, was mir los ist. Nein, Butterfly! Oh nein, 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 er läuft davon. Wenn wir ihn nicht schnell einfangen, dann ist er bald auf der anderen Seite von Jorvik. Wie soll ich ihm nachkommen? Laufen ist keine gute Idee. Meine Kondition war noch nie die beste. Du reitest ihm nach? Wow, danke. Aber seid vorsichtig. Ein verschrecktes Pferd kann gefährlich sein. Versuche ihn zuerst zu beruhigen. Das ist die einzige Möglichkeit, ihn zu erwischen. Come on, los geht's, Anna. Leute, wenn man so lange labert, ist es auch klar, dass man das Pferd nicht bekommt. Oh nein, ein bewegendes Pferd. Ich hasse es, wenn sich Sachen bewegen. Und dann noch mit einem langsamen Pferd. Dir ist es gelungen, Butterfly zu stoppen. Es wirkt total verstreckt. Also sei vorsichtig mit ihm, dass es nicht noch schlimmer wird. Wie, ist stand da ein Schütz da? Oder? Es läuft. Hilf Butterfly zurück zu Marleys Farm.
Du beruhigst Butterfly und er macht sich zurück auf den Weg zu Marleys Farm. Zur Sicherheit reitest du neben ihm her, der immer noch verschreckt wirkt. Butterfly fühlt sich wohl deiner Gegenwart und macht sich auf den Heimweg. Okay. Butterfly fühlt sich wohl in deiner Gegend und macht sich auf den Heimweg. Puh, das war knapp. Danke, dass du Butterfly hinterhergeritten bist. Leute, dieser Moment, wo du dann absteigen musst und du nur so denkst, ich habe keine Lust abzusteigen. Puh, also echt. Welche Erleichterung. Ich habe mich wirklich Sorgen gemacht, dass wir Butterfly nie wieder sehen. Nicht bei dem Tempo, das er drauf hatte. Was hätte ich dann der Baroness gesagt? Sorry, aber ich habe ihr Pferd verloren. Nein, da hatte ich nochmal Glück, dass du hier warst, Anna. Ich frage mich, vor was Butterfly davongelaufen ist. Du hast recht, Anna. Irgendetwas stimmt hier nicht. Aber ich weiß nicht, was es ist. Hast du eine Idee? Du wirst Butterfly untersuchen, sagst du? Ja, also, na ja oder ja, keine Ahnung. Weil ja, hört hier so komisch an, ja. Ja, das ist wohl in Ordnung, was auch immer du dabei finden wirst. Läuft bei mir. So. Jetzt bleibt es in Red. Sieht sehr interessant aus. Du findest keinen Fehler, als ob es bei dem Pferd... Moment, das hier ist seltsam. Das hier ist seltsam. Hat nicht die Baroness erwähnt, dass der Butterfly im rechten Hinterbein verletzt war? Du streichst mit der Hand ein paar Mal über Butterflys Bein. Die Muskeln fühlen sich stark und gesund an. Ganz anders, als die Baroness es beschrieben hatte. Komisch. Außer dem Bein ist es auch etwas mit Butterfly-Laune seltsam. Vorsicht, streichst du seine Nase, damit er sich sicher fühlt. Es scheint zu klappen und ihr kuschelt einen Moment miteinander. Plötzlich fällt ein Blick auf Butterflys Fellzeichnung. Irgendetwas sieht seltsam aus. Du streckst die Hand aus und berührst einen der Flecken. Du bist nicht ganz sicher, aber es könnte schwarze Farbe sein. Hat jemand Butterflys Fellzeichnung kopiert? Wer sollte so etwas nur tun und warum? Du musst das sofort Marley erzählen. Leute, wir sind schon voll weit, wenn ihr mal auf mein Level guckt. Bald Level 16. Was hast du gesagt? Du glaubst, das Pferd hier neben mir ist nicht der echte Butterfly? Das ist unmöglich. Er kommt doch direkt vom Weingut der Baroness. Kane selbst hat den Transporter organisiert. Daher kann das hier niemand anderer als Butterfly sein. Ich habe die ganze Zeit ein Auge auf ihn gehabt. Er muss Butterfly sein. Ich kann das nicht glauben, Anna. Entschuldige, aber das kann ich nicht akzeptieren. Ja, genau. Kane hat mir Papiere über Butterfly geschickt. Wo kann ich sie nur haben? Sie könnten uns helfen, die Lösung zu finden. In den Papieren steht nämlich alles, was wir wissen müssen, um zu bestätigen, dass das hier Butterfly ist. Nun muss ich nachdenken. Ich war draußen im Stall, also in der Küche, das Telefon geläutet hat. Habe ich die Papiere mitgenommen? Anna, kannst du hinten im Stall nachsehen, ob die Papiere von Butterfly dort liegen? Dann sehe ich in der Küche nach. Wir müssen diese Papiere schnell finden. Hey, wir müssen was machen. Warum kriegen wir nur so wenig Ruf? Also ich denke mal, hier liegt nichts. Nichts gefunden. Nichts. Papiere von Butterfly. Wir haben sie.
sie gefunden, waren sie im Stall. Okay, da wollen wir mal sehen, was hier über Butterfly steht. Hinterbein, rechts, Fleck. Du hattest recht, hier stimmt etwas nicht. Laut den Papieren von Kane sollte Butterfly geschwächte Muskeln im rechten Hinterbein haben. Und die hat er nun wirklich nicht. Und etwas ist auch seltsam mit seinen Flecken. Das riecht und fühlt sich wie Farbe an. Was hat das zu bedeuten? Wie konnte das passieren? Wie kann das das falsche Pferd sein, wenn es direkt vom Weingut kommt? Ich muss die Baroness anrufen. Oder nein, was soll ich ihr sagen? Hilf mir, Anna, mit wem soll ich sprechen? Kane? Ja, du hast recht. Kane weiß vielleicht etwas. Schließlich hat er den Transporter von Butterfly organisiert. Aber was sollen wir mit diesem Pferd hier machen? Wenn das nicht Butterfly ist, wer ist es dann? Du hast recht. Eines nach dem anderen. Das Wichtigste ist es jetzt mit meinem Bruder zu sprechen, um herauszufinden, was er weiß. Kannst du zu meinem Weingut reiten und mit ihm sprechen? Danke. In der Zwischenzeit versuche ich jemanden zu finden, der weiß, was das für ein Pferd sein kann und woher es kommt. Mit manchen Sachen rate ich einfach, was kommt, weil es einfach zu langsam der Text läuft. Deswegen ich mache das eigentlich lieber halt, wie gesagt, dass ich das halt überspringe. Leute, ich weiß, dass wir mitten im Reiten sind, aber da ich jetzt nur einen Cut machen werde und dann wieder weiter aufnehme, sage ich, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.